Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Hier ist der Bloody Church und ich zeige euch mein neuestes Let's Play, Dead Age. Es ist ein Roguelite Zombie Survival Game. Ja, man sieht doch schon die Zombies, wie sie auch naschen. Ist schön, ja. Ja, schön, schön, richtig schön schlotzig und matschig. So muss Menschenfleisch sein, meine Freunde. Genau so muss das sein. So, das bedeutet aber, sobald wir sterben, müssen wir von vorne mehr oder weniger beginnen. Wahrscheinlich werden wir natürlich ein paar Sachen behalten können. Soweit ich das auch gelesen habe, ist der Kampfmodus in Runden gehalten, beziehungsweise ein bisschen Final Fantasy mäßig gehalten. Egal, genug gesabbelt, ich möchte ehrlich gesagt starten und ich habe keine Ahnung von dem Spiel, also verzeiht mir, wenn ich einfach mal richtig auf die Fresse bekomme. So, nicht alle Überlebenden werden in einem... Ja, toll, hat First World Problems, wenn der PC zu schnell ist. Man kann die Tipps nicht lesen. So, wählen die berufliche Ver... Aha. Und dann kriegt man wahrscheinlich immer bessere oder andere Berufe. Okay, wow, wir sind Student. Many MAs. Okay, wir sind Student namens... Bloody Charge natürlich. Hey, hey, hey. Was? Nein, es passt nicht rein. Dann nennen wir es einfach Bloody J, Mann. Bloody J, okay. Das ist ein Gangster-Name. Bloody J, Alter. So, was gibt's denn? Upgrades kann man da natürlich auch auswählen. Je nachdem, eben wie weit man gekommen ist, vermutlich mal. Okay, wir starten einfach mal als Student Bloody J. Zuerst wirkte die Lage harmlos. Vereinzelte Menschen klagten über Bewusstseinsstörungen, bis sich ihre Adrenalinausschüttung exorbitant steigerte. Die Wissenschaftler waren ratlos und fanden bis heute kein Gegenmittel für die Krankheit. Oh yeah. Okay, geht's von alle. Ah, die Zombie-Infizierung begann. Der Ausbruch tobte über den ganzen amerikanischen Kontinent und führte zu purem Chaos. Die Regierung und die Wissenschaftler hatten versagt. Jetzt zählt nur noch Kämpfen zu überleben. Für die Leute, die nicht lesen können. Immer gerne, ich unterstütze euch gerne. Du lässt erschöpft den Blick über den Horizont schweifen und siehst in der Entfernung zahlreiche Rauchschwaden. Du kannst es immer noch nicht fassen, was in den letzten Stunden vorgefallen ist. Ui, schön, es brennt und schön, da brennt der LKW und die Stadt brennt, alles am Ende. Lilly, bist du da? Geht's dir gut? Du blickst dich hastig um, aber keine Spur von deiner Schwester. Es ist noch nicht viel Zeit vergangen, als der Unfall geschah. Du wurdest aus dem Wagen gespült und bist bewusstlos am Rand der Straße liegen geblieben. Ich muss sie finden. Sie muss doch hier irgendwo sein. Auf der Landstraße stehen zahlreiche Wagen links und rechts, aber keine Spur von Menschen. In der Entfernung siehst du ein paar reglose Personen in einem Wagen. Lilly? Hallo? Nein! Nicht schon wieder. Etwas hatte ich bemerkt. Das hässliche Aussehen der Gewaltgestalt. Okay, neue Quest, verschollene Schwester. Okay, ich suche nach Lilly. In den letzten Stunden vermusstest du viel Leid ertragen. In dem Chaos herumschreiender Menschen sind sie immer wieder aufgetaucht. Der grässliche Sträuber schwankt nur langsam herum. Dennoch steigt dein Adrenalin und deine Gedanken rasen. Du zerrst hastig an den Taschen deines Rucksacks. Okay, ich zerr hastig an den Taschen meines Rucksacks. Was habe ich denn alles? Häufige Fundstücke auf dem Highway, alte Kleidungsstücke, alte Waffenteile, Verbände. Klingt schön. Angeschlagener Streuner Level 3. Okay, wir sind Level 1. Ah, man kann auch wahrscheinlich bis zu 3 Gruppen. Yep. Sehr, sehr schön. Okay, Bloody J. Was kann... Ah, Belohnung 25 auf ab. Okay, Ausrüstung. Was gibt's denn hier? Oh, geil, ich habe Knüppel. In diesem Bildschirm bereitest du dich auf den Kampf vor. Zuerst musst du deine Waffe in einen Knüppel anlegen. Du beschließt, dich auszurüsten und anschließend zum Kampfgeschehen zurückzukehren. 4 bis 6 Schlagschaden offensichtlich, stumpfe Waffe, was das da oben genau heißt, keine Ahnung, erfahre ich bestimmt noch. So, jetzt kommt's Knüppeldick, meine Freunde, ich bin der Knüppler. Bloody J mit seinem Knüppel. Der Untote kommt langsam näher, du hörst ein dunkles Gurgeln. Noch vor ein paar Stunden hast du mit angesehen, wie dein Bruder von so einer Bestie zerfleischt wurde. Es verging keine Minute, da verwandelt er sich. Kampf! Auf in den Kampf!
Angriff! Charge! Oh, das ist ja cool. Wow, das ist echt schön dargestellt. Mir gefällt das. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich finde es echt nice. Sehr schön dargestellt. Okay, Gegensatz zeigen. Wir sind sogar relativ muskulös. Als du deinen Kühler abwehren musstest, hattest du genau diesen Griff in der Hand. Fleischfetzen markieren immer noch die Stelle, mit denen du seinen Schädel eingeschlagen hast. Dann Nahkampf. Prügel ihn. Gib ihm auf die Bosch. Dem kleine dreckige Zombie. Ach, mein steht da noch was dabei. Nee. Zack, pow! 24 Damage. Er hat gekrittet, so ein Bastard. Zombies können zäh sein. Das hast du gerade feststellen können. Der Untote konnte dich sogar kritisch verletzen. Du erinnerst dich daran, dass du noch eine andere Waffe im Rucksack gelassen hast. Aha, echt? Oh, eine Glock. Dir kommt der Gedanke, dass du im Kampf jederzeit die Waffe essen kannst. Manchmal könnte das lebensnotwendig sein. Du rüstest dich mit der alten Glock deines Vaters aus und kehrst anschließend zurück. Gut, natürlich hat man Pistolenmunition begrenzt und das habe ich aber ehrlich gesagt auch erwartet, sonst würde das Survival Game keinen Sinn machen. Okay, wir sind bereit. Du realisierst, dass das Anlegen der Waffe Zeit gekostet hat. Die lebende Tote nutzt, um erneut zu attackieren. Ah, okay, wir verlieren dafür eine Runde für den Waffenwechsel. Interessant und sehr gut zu wissen. Arg, stirb endlich, du Bestie. Du kannst dich kaum noch vor Schmerz auf den Beinen halten. Jede Waffe bietet eigene Fähigkeiten, nachdem du sie angelegt hast. Mit letzter Kraft ziehst du mit deiner Pistole auf seinen mutigen Körper. Friss das, du Arsch! Ein einzelner Schuss, der mit 100% physischen Schaden attackiert, keine Aktionspunkte benötigt. Cool. Friss das! Los, auf geht's! Ha! Wow! Das hat ihn genug. Du hattest Glück und konntest ihn mit deiner Waffe außer Gefecht setzen. Jeder Schuss kostet Munition, die du viel zu selten zur Verfügung hast. Oh, wie nett. Wenigstens findest du etwas Nützliches bei der nun wirklich toten Leiche. Wow, wirklich tot. Ah, diese Witze. Ich bin so entzückt. Okay, geil, wir haben blutiges Unterhemd. Gleich mit Melon anziehe. Der Schuss hat noch andere Untote in deiner Nähe angelockt. Witternden Duft von frischem Fleisch und schlurfen Urin auf dich zu. Du nutzt diese Zeit, um dich auszurüsten und wühlst in deinem Rucksack. Okay, dann wühlen wir im Rucksack. Das blutverschmierte Unterhemd reduziert etwas den Schaden, den du durch Untote abbekommst. Dann rüsten wir es einfach mal aus, rüsten meine Verteidigung. Ach, hier unten, okay. Wow, 1% Verteidigung, okay. Ja gut, macht Sinn. Okay, auf geht's. Auf in die Schlacht. Die Untoten haben dich erreicht. Mit weniger Energie und nur noch wenigen Schüssen verfügbar verteidigst du dich. Okay, dann verteidigen wir uns. Denke ich mal. Oh, das sind ein paar viele. Gebissener Passant. Okay, der hält am... Wir boxen den angeschlagenen Streuner mal als erstes. Und ist der Stärke. Okay, da bekommt kaum Schaden dadurch. Wir hätten vielleicht doch erst die anderen... Was feige Angriff nicht. Wir hätten vielleicht doch erst die anderen... Ah, cool, wir haben den Sheriff. Fahrt zur Hölle. Pow! Wow, Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun? Oh, geil, wir haben ein Hemd gefunden. Oh yeah. Der bewaffnete Fremde strahlt eine innere Ruhe aus. Die Sheriff Kleinen gibt dir das Gefühl, einen Mitstreiter gefunden zu haben. Du solltest besser mit mir kommen. Ich kann dringend noch ein paar Leute gebrauchen. Danke, aber ich suche meine Schwester. Sie ist einfach im Chaos verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Bist du sicher, dass sie noch lebt? In den letzten Stunden sind hier mehr Menschen gestorben als an jedem anderen Tag in der Geschichte. Sie wird sicher noch leben. Sie ist zäh. Ich war besinnungslos und bin gerade in meinem Auto erwacht. Keine Spur von ihr. Die Fahrt ist durch die vielen stehen gelassenen Autos blockiert. Lass uns erstmal die Straße entlang laufen. Dann suchen wir sie gemeinsam. Hier etwas Munition. Wie ist denn dein Name? Mit Kleiner hat er wohl recht, denkst du innerlich, als du deinen Rucksack öffnest. Deine Zeit als Student war nicht gerade mit Erfahrungen verbunden, die dir bei diesem Chaos helfen könnten. Du weißt, dass du dieser Situation eigentlich nicht gewachsen bist. Mein Name ist Bloody Jay. Wo wollen wir überhaupt hin? Nicht weit von hier finden wir unser Camp. Da kannst du dich erst einmal ausruhen, Bloody Jay.
Du beschließt, dein Medikit zu nutzen. Das medizinische Inventar ist limitiert, sodass nur eine begrenzte Anzahl an Medikits und Spritzen mitgenommen werden können. Hey, super, denke ich. Okay, ja, das nehme ich mal mit. Okay, heilen wir uns einfach mal, zack, auf. Jetzt solltest du deine Munition nachladen. Du kannst halbleere Munition miteinander kombinieren und packst deshalb eine Pistolenmunition aufeinander, also stacken sozusagen. Okay, kombinieren. Du hast ein noch besseres Hemd gefunden. Während das Unterhemd nur den Schaden reduziert, erhöht sich mit dem neuen Hemd zusätzlich deine Stärke und damit den Nahkampfschaden. Du willst den Brust, ach, hier sehe ich das plus 2 Faust für 2 extra Fisting, für doppelte Fistpower. Okay, einmal das und dann das, so funktioniert. Ah, nachdem du den Sprengungsklapp ausgewählt hast, wird nur Kleidung angezeigt, die zum Brustwirt passen. Auf diese Weise kannst du deine Gegenstände filtern. Du wählst das neue Hemd aus und kehrst zum Kampfgeschehen zurück. Okay. So, jetzt. Weiterer Kampf? Okay. Angeschlagener Streuner und untote Krankenschwester. Oh, mal sehen, ob das noch eine sexy... nein, das ist... sie war vielleicht mal... oh, sie war eine sexy Krankenschwester. Das ist eine untote Krankenschwester. Man muss die Bestie kennen, bevor sie effektiv getötet werden. Du erfährst mehr Informationen über die Gegner, indem du ihren Namen anlegst. Pum! Okay. Ah! Die untote Krankenschwester geht immer noch ihren Instinkten nach und heilt anderen Zombies. Zusätzlich benutzt sie eine Giftattacke. Oh toll. Ah, da stehen sogar einen ganzen Wert. Das ist schön. Das kann, der Streuner kann mit Doppelkralle empfindlichen Schaden austeilen und mit Schrecken Giftschaden ausüben. Das ist fies. Okay. Nahkampf bist du. Ja, komm, wir rotzen die erstmal um. Wir schießen die Krankenschwester nieder. Pow! Ah! Los, Pumpgun Mann, schaff was für dein Geld. Pumpgun Mann! Ja, der Streuschuss. Yeah. So, Krankenschwester. Du bist dran. Stier. Nein, sie lebt noch mit einem Leben. Pumpgun Mann, mach den Streuschuss. No! Okay, sie halt den anderen Faggot. Okay, perfekt. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Der Prügler mit der Pistole. Ah nein. Ah, wow. Cool, dann kommt der Baseballschläger sogar. Oh, wow. Wir haben sie schon. Wir haben ihr ein Bein abgehalten. Das finde ich schön. Okay, der Nahkampf, denke ich, wird hier reichen. Wir werden es locker überleben. Voll auf die Gosch hier geht's. Weil dann kann ich nämlich wertvolle Munition sparen. Weil ich werde es bestimmt noch auf. Oh, da, danke, Typ, dass du gequittet hast. Oh. Diese heldenhafte Musik. Du merkst, dass du stärker geworden bist. Das wäre ein guter Zeitpunkt, um über deine Fähigkeiten nachzudenken. Und Skills auszuwählen. Kampfskills, Jobskills, okay. Ein Überlebender kann aus einer ganzen Auswahl an Skills wählen. Du hast Skills unterhalten, die du für deine Kampf- und Jobskills verwenden kannst. Du wählst dir einen passenden Skill aus und kehrst anschließend zurück. Okay, die Gehör sind aber miteinander verbunden. Okay, Survival erhöht kritische Treffer von Uli, okay. Erhöht den Job-Level des Jägers und damit den Ertrag der Jagdnahrung. Ah, schön. Erhöht den Job-Level des Schmieds, verbessert die Chance, ein Schloss zu knacken. Erhöht die Chance bei Jäger, wenn es erfolgreich ist. Also Handwerker. Erhöht. Okay. Achso, erstmal macht es gar. Okay, cool, damit könnten wir also Gegenstände craften, klar. Medikits werden gecraftet, okay. Wachsamkeit, Schalten, okay. Überleben können als Wächter eingesetzt werden, um Schaden. Ah. Okay, das ist cool. Das ist aber auch cool. Das sind Kampfskills, klar, Nahkampf, okay. Ach, und auch da bekommt man immer neue Fähigkeiten, das ist schön. Macht großen Schaden, kann ganze Gegnergruppen angreifen. Ich bin am Überlegen, auf was ich denn gehe. Gehe ich denn auf den Sturmgewehr oder Schrotflinte oder lieber die Pistole? Ah. Scheint mir so die Unterstützerwaffe zu sein, irgendwie. Puh.
Ja. Das ist definitiv eher so ein bisschen unterstützer Tankmäßig, glaube ich. Ja gut, das ist klar, das ist Heiler Buff-Team. Okay. Der Techniker greift zu Waffen. Ah, zusätzlich zu Waffen zwar greifen. Ah, okay. Die keine Munition schwächt, am Gegner ist deutlich schwächer als der Fernkampf, nur ein Gruppenangriff, okay. Ich bin okay. Ich gesagt, bin ich unentschlossen, was ich genau mache. Pumpgun ist bestimmt schon geil. Ist bestimmt auch eine ziemlich geile Sache, da ist nämlich auch so ein bisschen so der Unterstützer. Nun gut, ich probiere es einfach jetzt in der ersten Runde mal so ein bisschen im Nahkampf. So, dann gehe ich mal mit 3 Punkten hier rein. Ach so, ah, die fressen immer mehr Punkte im Moment halt zurücksetzen. Ich will nämlich auch noch anderes machen, ich will auch nicht an Shop-Skills. Medizin brauche ich nicht unbedingt. Also jetzt, man hat ja mehrere Leute. Dann würde ich erst sagen, ich nehme zusätzlich so den Wächter. Puh, verbessert damit die Abwehr vor Eingriffen und Angriffen der Blinderer Punks und Unschuldig erhöht die Chance der Schlösser. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt aber so sinnvoll der Angriff ist, auf meinen Typ zu haben. Egal, ich mach's einfach mal. Was soll denn schon verloren gehen, wenn ich das jetzt beim ersten Mal so mache? Okay, übernehmen. Zack. Plündern, schön. Oh geil, die Mütze. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Befindet eine Kiste, der Deckel scheint mit dem Inneren verkratzt zu sein. Versuchen zu öffnen. Versuchen zu öffnen. Ja gut, ich habe ja... Was, warum hat er so eine Wachsamkeit? Der hat Wachsamkeit auf 3, okay. Ja, Sheriff geht zu der Kiste und versucht sie genauer. Puh, das war schwer, aber ich habe es geschafft. Oh yeah, Materialien bekommen. Yay, Stock. Betonstücke. Bloody Jay, pass gut darauf auf. Dollars kannst du vergessen, denn Material ist unsere neue Währung. Mit Material wirst du im Camp Gegenstände beim Händler tauschen können. Ihr verlasst den Highway und bahnt euch einen Weg durch den Wald. Die Untoten sind zum Glück gerade selber vereinzelt hoffentlich auch. Wie der Sheriff mit einem satten Schuss aus seiner Schrift unterlegt. Das ist ein harter Typ. Fällst du durch. Das sind Abwarten. Noch keine Spur von meiner Schwester. Wo könnte sie bloß hin sein? Wenn sie keine Karte so die irgendwie unterschlägt. Unser Camp wäre auch. Dort kannst du dich gleich versuchen. Okay, also erstmal wieder Mieter Level 1 haben. Das, wir haben das Camp erreicht, aber ich glaube, unsere Waffen haben eine ganze Horde Untote aufgescheucht. Manchmal trifft man auf eine Horde und muss mehrere Wellen überstehen. Diese Kämpfe sind herausfordernder, doch gibt es hier sogar Waffen, Munition oder besser. Das ist geil gemacht. Wir müssen das Camp bewachen. Sie dürfen nicht durch den Eingang. Aber wie sollen wir das realisieren? Das sind viel zu viele. Ja, Glück, dass ich eure Verfolgungsjagd rechtzeitig gesehen habe. Wie hättet ihr es denn gerne, meine Herren? Trish, das trifft sich gut. Los, kommandiere sie, Bloody Jay. Was denn? Ich? Trish besitzt schon einige fortgeschrittene Skills. Um jedoch den mächtigen Skill brennende Salve zu benutzen können, fehlen noch 2 Aktionspunkte. Aktionspunkte AP werden jede Runde um 1 Punkt erhöht. Oben links werden die aktuellen AP angezeigt. Komplexe Skills verbrauchen mehr Aktionspunkte. Der Skill Kampfbereitschaft, der die Verteidigung verstärkt, erhöht sogar die AP um 1. Wähle ihn aus. Okay,
Nahkampfbereitschaft, Trish. Auf geht's, Trish. Pow. Jetzt mal sehen, ob das jetzt überhaupt was bringt, ehrlich gesagt, so dass ich jetzt Nahkampf zumindest mal um 2 Punkte erhöht habe. Irgendwie gefühlt nein. Egal, ich schätze den Nahkampf. Trish hat nun genügend AP. Jetzt ist es ihm möglich, den Skill brennende Salve zu benutzen. Dieser mächtige Fernangriff kann mehreren zufälligen Zielen Schaden zufügen. Casey hat also ein Sturmgewehr, das gefällt mir. Eine Salve mit 5 Schüssen, die 33% physischen Schaden gegen zufällige Gegner macht und eine 50%ige Chance besitzt, eine leichte Blutung zu erzeugen. Bei kritischen Treffern wächst die Chance auf 100%. Geil. Auf geht's! Frisch, auf weg. Hau, 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 hau! Yeah! Was zum... Nein, das darf nicht wahr sein. Verbittert schaust du dir deinen neuen Gegner an. Unter den langen zerzausten Haaren siehst du das verwahrloste, blutige Gesicht deiner Schwester. Sie hat es nicht geschafft. Das ist sie. Was ist mit ihm los? Er hat gerade festgestellt, dass er seine Schwester verloren hat. Nee. Wohlan denn, lasst sie uns vernichten. Fress die brennende Salve, ihr Kind. Ciao. No! Oh mein Gott, das hat mich ausgenommen. Lass dich jetzt nicht fertig machen. Sie ist nicht mehr deine Schwester. Begreife das doch. Das begreife ich nicht. Schockierst, gehst du besinnungslos zu Boden und kannst nicht agieren. Zum Glück kann Trish die Schmerzen lindern, weil sie den Skill Erste Hilfe besitzt. Dieser Skill kann jedoch nur mit Sanitäterspritzen angewendet werden. Na gut, Trish, dann helf mir mal auf die Beine zurück. Weil ich voll der Lappen bin. Bloody Jay, du Lappen, stehen die auf. Ja. Yes. Komm schon, gib ihn dreckig. No, Sheriff, gib ihn dreckig. Okay. Sturmgewehr. So, auf die Linie. Au. Okay, das Sturmgewehr hockt schon hart vor. Angriff! Du boxst mal hier den da weg. Und erneut. Ratatatateng! Es tut mir wirklich leid um deine Schwester. Wow, Werkzeuge gefunden. Und ein Level up. Yay, Tag 1. Wir sind im Camp und haben überlebt. Dead Age speichert automatisch zu Beginn eines neuen Tages, da es sich um ein Survival-RPG handelt. Ist ein manuelles Speichern während des Tages nicht möglich, wähle daher deine Entscheidung mit Bedacht. Erschöpft wachst du auf und blickst in das hübsche Gesicht von Trish. Die ist echt schön dargestellt. Die sich mit mitfühlendem Blick auf die Bettkante gesetzt hat. Sie umarmt dich tröstend, doch wehrst du jegliche Versuche ab, über deinen Verlust zu reden. Jetzt willst du im Camp helfen. Bloody Jay, wir brauchen neue Waffen. Sprich mich in der Bar an, wenn du mehr wissen willst. Eine neue Person kommt in die Bar und nimmt Trish von dir zu. Über Nacht hat er allein ins Camp gefunden und ist deshalb sichtlich gut gelaunt. Bill braucht was zu beißen, eine neue Quest. Schön. Na ihr beiden, ein neuer Tag liegt an und ich habe mächtig Hunger. Wie wär's, wenn wir heute etwas dagegen unternehmen, hm? Bloody Jay könnte dich begleiten. Die Nahrung ist tatsächlich knapp. Erkunde doch gemeinsam den Highway und lern euch kennen. Bill schaut dich mit erwartungsvoller Miene an. In der Bar kannst du mehr über Bills Vorhaben erfahren. Okay, so weit, so gut, Leute. Ich mache hier einen Cut, aber mach weiter, versprochen. Ich hab euch lieb, bleibt dran. Ciao! Im Übrigen, das Spiel gefällt mir sehr gut. Ich find's geil. Ich hoffe, ihr auch. Lasst einfach mal einen Kommentar, like da. Sagt, was ihr denkt. Sagt, was ich vielleicht verbessern machen kann. Wie euch einfach beliebt. Und jetzt, ciao!